Und weiter geht es mit Prüfung 7 hier in der Sorbet-Wüste. Ja, das Backtracking zieht sich weiter. Mit einer Mission besiege 4 Gegner. Ein Zuglimit, okay. Es handelt sich um Grobian jeweils. Sollte kein Problem sein. Gerade mit unserer jetzigen Aufstellung sollte das doch für uns ein Klack sein, oder? So, zumal wir die ja eh alle erschießen können, komplett. Dann noch ein, zwei Heldensichten aktivieren und... Das sollte es gewesen sein, oder? Täusche ich mich gerade? So, Heldensicht 1. Aktivieren. Du würdest ihn hier komplett ausschalten? Dann mach das doch. So. Heldensicht aktivierst auch du. Tötest ihn hier bitte. Spätestens wenn dann ein Grobian losläuft, nächste Runde. Ja, ist ja eh Geschichte. Du bist mir am nächsten, ne? Dann töte ich dich. So, noch das Eier schön mal aktiviert. Obwohl, warte. Ah, hätte ich den Dings aktiviert jetzt, das Gebrülle, dann wäre er wahrscheinlich abgehauen und hätte trotzdem die. Hätte auch die Dings getriggert. Die Heldensichten. Wenn er in der Reichweite war. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber es hat ja trotzdem ein System funktioniert. Zumindest nehme ich das an. Sonst wäre es ja nicht passiert. So, Sorbet Frikassee. Gut. War doch einfach. Ba, 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 ba. Du sagst es. Du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Ba, 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 ba. So, und hier... Okay. Brauchen wir eine Statue. Wo kriegen wir die her? Das ist die große Frage. Ups, gibt es hier eine Statue? Oder habe ich sie schon übersehen? Ich sehe hier auch noch eine... Bitte was? Habe ich das übersehen? Wirklich? Lol. Dass ich das übersehen habe? Oder ist es erst nachgespawnt? Ein Musikfilm auf jeden Fall. Und eine Kanone, die uns hier hinbringt. Sehr schön. Ich glaube, ich weiß, was ich mit dieser Statue anzufangen habe. Die Bibo ja ohne weiteres tragen kann. Sehr schön. Rätsel gelöst. Jetzt gibt es mehr Münzen. Und ein Shortcut. Okay. Oh. Powerkugeln, 5 Stück. Und noch ein Musikvieh. Traumrätsel. Okay. Hier kann man auch. Okay, was können wir hier mit der. Sollen wir hier mit tun? Ah, das hier können wir damit öffnen. So, sehr schön. Zack, 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 zack. Wenn die Münzen nicht ehrt, ist die Kiste nicht wert. Auch wenn es nur eine Ankunftsweg drin ist. Gut, aber um jetzt nicht zu sehr abzukürzen und gar eine Prüfung auszulassen, gehen wir wieder den Weg zurück. Laufen den originalen Weg. Ich will ja keine Prüfung verpassen. Auch wenn jetzt schon Prüfung 8 kommt. Das heißt, es kommen noch 8, 9 und 10. Also 3 Prüfungen. Auch dann haben wir die Sorbet-Wüste geschafft. Aber wir haben das geheime Kapitel noch gar nicht entdeckt. Darf man nicht vergessen. Und alle Kisten müssen wir natürlich dann auch noch abchecken, ob wir die haben oder nicht. Dieses Rätsel hier sieht sehr gelöst aus. Kann
Fahrer, please. Ja, es scheint so, als ob wir... Ja, doch, Münzen sollten einsacken. Wir brauchen ja dann auch ab und an mal wieder Waffen, ne? Wir nähern uns ja schon hauptstorymäßig dem großen Finale. Oder gibt es noch geheime Welten? Ah, das war... Hier konnten wir ein Rätsel nicht lösen. Weil wir die Fähigkeit noch nicht hatten. Okay. Allerdings sehe ich bisher noch keine... Doch, ich sehe eine Statue. Okay. Wie wollen die das? Wenn ich das hier aktiviere, dann passiert das. Dann tue ich die doch mal auf grün, auf gelb schieben, oder? Damit kommen wir an die erste Truhe. Sehr schön. Und die beherbergt Powerkugeln. 5 Stück. Okay. So. Bin gerade mal überlegen ein bisschen. Was passiert da? Da geht diese Hälfte hier hoch. Okay. Ich glaube, ich brauche eine zweite, oder? Weil selbst wenn ich die jetzt hier rüber schiebe, dann komme ich... Wenn ich die jetzt hier hinschiebe und runterfallen lasse, komme ich ja nicht zum Schieben auf die andere Seite, ne? Ja, geh du wieder hoch, ist mir schon klar. Oder? Stehe ich gerade einfach nur auf den Schlauch. So, und jetzt? Jetzt beides unten. Wenn ich das jetzt hochdrück, hochschieb, dann kann ich von da nicht drücken. Weil ich da nicht hinkomme. Ich kann sie nur wieder runterschieben. Braucht man da, gibt's irgendwo eine zweite? Es muss irgendwo eine zweite geben, sonst kann man das, glaube ich, nicht lösen. Warte, war da nicht eine? Da ist doch eine. Genau, da habe ich doch was in Erinnerung gehabt. Ich habe gerade ganz kurz sogar schon echt an mir gezweifelt gehabt. Ein gemeines kleines Rätsel. So, aber so, wenn man sich ein bisschen umschaut, dann ist das auch kein Problem. Dafür gibt es einen Soundtrack. Ja, Bibo. So, damit geht das wieder hoch. Und wir schauen, wo uns diese Röhre hinbringt, die vom roten Block verdeckt war. Da habe ich gerade Röte gesagt. Eine Mischung aus Röhre und Rot, ne? So, ein 3D-Modell von Peach, okay. Das stellt sich Mario bestimmt in sein Zimmer. Und da ist das Geheimkapitel. Alles klar. Gut, dann wissen wir, was jetzt erstmal ansteht. Welt 2-1, die ver... Okay. Verloren oder verborgen oder irgendwas. Bucht, Wüste. Auf jeden Fall sieht das hier sehr, sehr schick aus. Auch diese Farbgebung, ne? So Sonnenuntergang mäßig alles ein bisschen übersättigt, die Farben. Ich mag es. Oh, und da bahnt sich Ärger an, ha? Hoho! Besiege alle Gegner! Ein Sandsturm ist auch wieder dabei. Wie viele Gegner haben wir? 3, 4. Echt nur jetzt? Wir paar, okay. Okay. Wenn ihr so wollt. Kämpfen wir. So. Ich könnte natürlich auch eine perfekte Bombe reinsetzen, ne? Würde sogar 2 erledigen. So könnte er sogar alle 3 erledigen. Ist ja simpel. Gut, dann geht Mario halt erstmal vor. Ach ja, muss halt einen dashen, um da durchzukommen. Auch ein bisschen merkwürdig.
So, Luigi haut seine Bombe perfekt dazwischen rein. Erledigt alle drei damit. Mario kriegt nichts ab. Und Rabbit Yoshi nutzt Mario als Sprungbrett. Hätte ich sogar noch ein Feld vorgehen können. Seht ihr mal. Um aus nächster Nähe schießen zu können. Was aber nicht reicht. Doch, es reicht. War, glaube ich, ein Crit. Und damit haben wir gewonnen. 1 von 3. Perfekt abgeschlossen. Wie Rabbit Yoshi sich selbst jagt. Also, sein Schwanz. Also, sein Schweif. Also, sein Tails. Also, ihr wisst, was ich meine. Da haben wir so ein paar mehr Gegner zu tun. Und Sandy ist da. Und da hinten wartet sogar Blissey, die Zwischenbosse von Welt 2. Okay. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, um uns von Luigi erstmal wieder zu trennen. Denn, naja, wir wissen ja, diese beiden Bosse hier können ziemlich reinhauen. Und das kann durchaus wehtun. Mit wem spielen wir? Ich hätte ganz gerne mal Yoshi beibehalten. Und Peach gespielt. Spielen wir mal in der Kombination. Die hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht im Let's Play. Also, kämpfen. Okay. Ich würde am liebsten hier hochgehen und mich erstmal um Sandy kümmern, weil Sandy ist echt ekelhafter, finde ich. Sogar noch ein bisschen als es Blissey der Fall ist. So, treffen kann man ihn eh nicht wirklich von hier mit Mario. Dann stellen wir Mario mal hier hin. Nein, er ist eh in Deckung. So, dann ein Sprung. Du solltest ihn doch eigentlich damit dann treffen können, oder? Nein? Aber vielleicht erledigt die Bombe dies, ja? Tut seine Deckung wegspringen. Da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Vielleicht aber auch der Stoßschaden, wer weiß. Schauen wir mal, was passiert. Beides passiert. Aber auch Peach steht nun deckungslos da. So, Mario kann jetzt treffen und Sandy ist Geschichte. Tschüss, Sandy. Das, ich glaube, heute kriege ich die Rache dafür, dass sie mich damals so überrumpelt haben. Meine wohlverdiente Rache. Muhahaha. Du stellst dich dahin. Reicht das mit der für die Granate? Reichweitenmäßig? Nein, leider nicht. Gut, dann Eierschale. Und also Peach ist, glaube ich, eh so weit weg vom Schuss. Da dürfte nichts passieren. Mario, ich weiß nicht, ob die in die Reichweite kommen. Die können ja auch nicht allzu weit laufen. Ob sich das lohnt. Und wir haben uns zu einer 50% Trefferchance versteckt, aber nicht wirklich getroffen. Naja. Und da ist sogar ein Gehilfe dabei. Blissey. Aktiviert ihre Blissey-Sicht? Ich weiß nicht. Ihre Heldensicht oder Schurkensicht vielmehr. So, du bist gehonischt. Davon befreie ich dich doch liebend gerne. Schade nur, dass wir kaum treffen können oder nicht treffen können. Wollen wir hochgehen? Wie machen wir das am besten? Gehen wir dahin. Oh, damit triggern wir zwar Blissys Schurkensicht, aber das müssen wir aushalten können. Du hast keine Bombe über, was ziemlich schade ist eigentlich, aber egal. So, du gehst dahin. Und jetzt habe ich vor, dann mit Mario die Heldensicht zu aktivieren. Und anschließend mit ihm hier hinter zu springen. Und dann
mein Gebrüll mal zu aktivieren, dass wir das auch mal in Action sehen. Und damit wird auch böse Hits ausgeteilt durch Mario. Oh, sie rennen davon und sie kriegen durch Mario voll in die Fresse. Einer ist damit auf jeden Fall weg. Es hat nur einer alles abbekommen. Schade, dass sie sich so rumgedreht haben. Boah, gestoned. Dann ist er down. Er kann ihn treffen, echt? Oh, von mir aus. Tschüss. Ist jetzt sogar noch auf den anderen gefallen? Nein, ne? Das wäre dann doch wohl zu viel des Guten. Aber Peach kann sich um ihn kümmern. Leider schafft sie es nicht, ihn zu töten. Aber das macht gar nichts. Wir haben gut ausgeräumt und alle drei Verteidiger in einer Runde besiegen können. Ja, ja, heile dich ruhig, Gehilfe. Du glaubst auch, dass das dich heilen werden wird. So, Blissey. Der letzte ernstzunehmende Gegner auf dem Feld. Er aktiviert sogar ihre Schulden, ihre Sicht, okay. Gut, dann Mario kriegt die Sicht ab. Hilft dir alles nichts. Ja, dann können die anderen ein bisschen weiter vor. Peach ist wieder frei. Kann zur Not auch eine Heilung spielen, wenn es drauf ankäme. 50% Chance. So viel Glück sollte man mal haben, oder? Natürlich ich nicht, ist ja klar. So. Das ist halt schon ziemlich nah, ne? So, let's play! Woher weißt du, was ich mache, Mario? Und damit sind beide in Reichweite fürs Kraftpaket. Sehr schön. Und damit könnte sie ihn ownen. One-hitten. Los, Peach. Hau raus. Zack. Bye-bye, Blizzy. One-hit. Okay, wir mussten nur die Mini-Bosse besiegen. Hat der Gehilfe nochmal Glück gehabt, dass wir ihn am Leben haben lassen. Ich hätte ihn eh mit Yoshi töten können. Rabbit Yoshi, aber... egal. Die verborgene Schlucht haben wir komplett abgeschlossen und perfekt. Goldwaffen sind nun in der Kampfzentrale verfügbar. Okay. Das war also das geheime Kapitel von Welt 2. Hey, warte mal. Das lasse ich mir aber nicht entgehen, hier, diese Kisten. Ich weiß gar nicht, an die silberne kommt man sogar so ran. Aber ich habe da hinten doch was gesehen. Boah, wollen wir nicht lieber so einen Diamant mitnehmen, so einen Stein? Ich meine, so wie die funkeln und schon perfekt geschliffen sind, sollten die ziemlich viel wert sein. Zumal die fast so groß sind wie Mario, oder? Aber hier gibt es noch mehr. Welch magischer Ort. Nein, es ist echt schön hier, mir gefällt es hier. Hier ist auch scheinbar nicht allzu warm, eher so ein bisschen schattig, mystisch, mit Quellen. Ja, ist schön, das Sand. So, erstmal natürlich die Kiste aufmachen, da sind Powerkugeln drin, 20 Stück, wow. Und in der silbernen ein Artwork. Riesenkühlschrank. Okay. Gut, dann schießen wir uns mal wieder zurück in die reguläre Welt. Mal schauen, wo wir landen werden. Hier landen wir. Okay, die Röhre hat uns zum geheimen Kapitel geführt. Das Rätsel haben wir komplett gelöst. Gut. Dann sollte es hier weitergehen. Wenn ich nicht allzu falsch liege. Mit dem Rabbit, der sich immer noch da festhält. So, war hier oben etwas, was man nicht lösen konnte. Da war dieses Schalterrätsel, aber ansonsten... ja, alles machbar. Okay. Gut, dann können wir ja weiter geradeaus gehen. Durch die Riesen, dieses Riesenskelett hindurch. Zu diesem Rätsel, wo der Shortcut uns auch hingeführt hatte. Okay.
Kein Ding, das da hinten, das Rätsel hat man so schon gelöst. Mit der Truhe. Und ich sehe gerade, da sind auf dieser Statue, also auf diesen Säulen, Münzen und, ja, so Toilettenpümpel. Weil, naja, aus Gründen. So. Jetzt gibt's nochmal eine Dusche. Eine Yellow Shower. Ich hoffe, ihr genießt das. Nein, es ist ja sein Getränk, wie wir gesehen haben. Welches ein paar Löcher hat und dadurch leckt. So, Prüfung 8. Oh, das erste Mal, dass eine Prüfung schwer ist. Ich bin gespannt. Eine schwere Prüfung. Erreiche das Gebiet. 3 Züge zu Glimmet. Egal mit wem? Oder jeder wieder eins? Nein, es scheint egal zu sein. Gut, dann schauen wir mal. Wo sind wir denn überall? Okay. Ich verstehe. Dann du erstmal eine Granate auf die. Die werden dich nicht erreichen können. So, Pi mal Daumen abgeschätzt. Im Gegensatz, im Gegenzug, sie laufen sogar noch in die verkehrte Richtung. So, ein Dash, noch ein Dash. Schade, dass man jetzt nicht nochmal den hier dashen kann. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. So, und damit sollten wir ihn schon fast nächste Runde das erreichen können, oder? So, er aktiviert seine Eierschale. Falls der hier trotzdem mal auf ihn schießen will. Gut, Mario. Heldensicht aktivieren. So, du kriegst einen Schuss ab. Zack, Sprung. Und nochmal nachgesetzt. Damit ist er auf jeden Fall down. Goldener Treffer. Wirklich weit würde ich mit Mario fast schon nicht laufen. Eher noch ein bisschen zurück. Einmal Heldensicht hat er noch über. Puh, das macht richtig Schaden. Einen Down auf jeden Fall. Dann macht das mal. Der andere kommt näher und vielleicht reicht schon der Dash aus, um ihn dann komplett auszuschalten. 33 Schaden. 30. Nein! 3 wegen 3 HP, wirklich? Gut, dann aktiviere halt sein Schild. Weil er wird die nächste Runde treffen. Sie hat nicht so viel Bewegungsreichweite. Egal. So, die Gegner sind dran. Mal ein bisschen beschleunigen. Oh, er erreicht ihn sogar, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dafür haben wir unsere Schilder aktiviert. Oh, Peach ist sogar näher rangekommen. Das finde ich ganz gut. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Er rennt weg und dann rennt er wieder her. Mit der anderen Probian erreicht es nicht. Das ist jetzt RIP, dass wir Honig abbekommen haben. Und nochmal Honig. Ich habe es ehrlich gesagt schon fast befürchtet. Ich glaube, da wäre Rabbit Luigi gar nicht mal so eine verkehrte Wahl gewesen, wegen seiner super Barriere. Okay. Du erledigst den erstmal, Mario. So, gehst du mal hier hin. So. Wir dürfen nächste Runde das nicht abbekommen, also... Tja, müssen wir uns was einfallen lassen. Der ist auf jeden Fall tot. So. Du kümmerst dich um den Grobian, obwohl... Eigentlich ist der mir egal, der kann mir sogar helfen. Der hier ist viel wichtiger, weil der hier Honig kann. Erstmal Feuer. Feuer frei, Steinschaden. Damit ist er down. Und weißt du was? Du verschwindest mal ein bisschen. Ja, obwohl er ist gegen die Wand gelaufen. Also hat das nicht viel gebracht. Schade. Aber egal. So. Nein, du sollst mich so schräg schlagen. Ja, okay, kein Crit. Dann ist es egal. So, sie wird wieder gehonigt. Allerdings ist jetzt nur noch keiner mehr da, um den guten Yoshi zu honigen.
Der kann jetzt ins Ziel laufen, aber ganz genau. Zuvor gönnt er sich noch das ganze YouTube-Money, was er diesen Monat verdient hat. Und dann macht er hier Ende. So, Schlacht gewonnen. Müssten 3 Züge gewesen sein. Mit Luigi und der Superbarriere meiner Meinung nach auch in 2 möglich. Allerdings ist das hier eh egal, weil es gibt hier nur geschafft oder nicht geschafft. So, das war Prüfung 8 und damit sehen wir uns im nächsten Part wieder mit Prüfung 9. Also lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.